Wir sind zurück in Los Angeles, an dem Ort, wo GameStar und GamePro das besprechen, was wir auf der E3-Messe sehen konnten. Und Johannes Rohe sitzt hier mit mir. Und heute gibt es einen kleinen Kampf, denn heute gibt es FIFA gegen Pro Evolution Soccer. So sieht's aus. Du hast also beides schon gesehen. Dein Lieblingsspiel gegen mein Lieblingsspiel, oder was? Also Fußballspiel zumindest. Ja, das kann man so sagen. Wir gehen einmal kurz durch, was wir wissen, denn was wissen wir großartig, die beiden Spiele kommen dieses Jahr wieder raus. Pro Evolution Soccer am 14. September und FIFA am 29. September. Pro Evolution Soccer für die alten Konsolen, FIFA tatsächlich nicht mehr. Nee, FIFA tatsächlich nur noch in so, es gibt eine Legacy Edition von FIFA 18, aber bitte nicht davon in die Irre führen lassen, nicht kaufen, denn das ist prinzipiell einfach nur ein kostenpflichtiges Kader-Update. Mhm. Und die neuen Modi und Gameplay-Änderungen und sowas sind da alle nicht drin. Bei Pro Evolution Soccer kann ich nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, was auf den Last-Gen-Konsolen alles neu und anders sein wird. Ich habe jetzt halt nur die Next-Gen-Version gesehen, aber es wird eine Version auch kommen. Aber FIFA auch für die Switch? FIFA auch für die Switch, aber auch in einer abgespeckten Version. Natürlich. So viel weiß man schon. Was hast du denn jetzt auf der E3 spielen können? Ja, wir haben uns ja ein paar Multiplayer-Matches geliefert in FIFA auf der EA Play. Und dann war ich heute bei Konami und habe mir auch da mit ein paar Kollegen Multiplayer-Matches und auch noch ein Match gegen die KI geliefert im Pro Evolution Soccer 2018. Ja, wir wollen die beiden Spiele ein bisschen gegenüberstellen, aber zuerst mal schauen wir, denke ich mal, in beide Trailer ein bisschen rein. Busca el hueco por arriba. Jordi Roberto. Un país entero vibra. Bounces bounce when they saw my team. Who do you wanna holler? Who do you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the goat. Greatest of all time and you never know. Don't show up to my show if you got no. Also Johannes, wir fangen mal an mit der Kategorie Lizenzen. Ja, ja, toll, ne? Fängst du gleich bei der Lizenz, ja, bei der Kategorie an, wo Pro Evolution Soccer vielleicht ein bisschen schwächer dastehen könnte. Das hast du jetzt gespoilert. Ich möchte gerne genau von dir erfahren, was da dieses Jahr angeboten wird. Usain Bolt wird angeboten. Und jetzt guckst du ja genau so. Tatsächlich haben sie Usain Bolt nicht als Coverstar, aber als Star verpflichten können, der im Spiel abgebildet wird. Zumindest im MyClub-Modus und auch nur für Käufer, zumindest erstmal nur für Käufer der Pre-Order, digitalen Pre-Order Edition, beziehungsweise der Disc Day One Edition. Also ich nehme an, einfach wenn man sich die Disc-Version kauft, die, wenn es rauskommt, im Handel steht, dann hat man ihn auch. Ja, Usain Bolt. Ja, der will ja jetzt seine Laufschuhe an den Nagel hängen und Fußballschuhe anziehen. Irgendwie im Sommer soll das soweit sein. Ja, und Diego Maradona gibt es auch, soll neue Legenden geben, also klassische Spieler, die berühmte Spieler. All das ist aber tatsächlich ein relativ offensichtlicher Versuch, so ein bisschen drüber hinwegzutäuschen, dass Pro Evo immer noch ein echtes Lizenzproblem hat. Wie groß das Problem ist, das wissen wir tatsächlich aktuell noch nicht, denn die Entwickler schweigen sich noch darüber aus, was sie genau für Lizenzen am Start haben werden. Dass sie das aber nicht sagen, ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja. Und Usain Bolt, das ist ja, ich finde, der ist ja wahrscheinlich unfassbar schnell dann im Spiel. Das wird ja interessant, wie sich das wahrscheinlich sprinten 100, ne? Schießen 0. Ja, muss man halt schauen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, ganz witzig. Ganz witzig, ganz nett, aber natürlich kein Ersatz für echte Lizenzen. FIFA hingegen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Teams. 650 oder irgendwie sowas habe ich im Kopf, aber ich weiß es nicht. Kann sein, dass die Zahl auch völlig abstrus daneben liegt. Auf jeden Fall, alle wichtigen Ligen sind bei FIFA natürlich an Bord. Natürlich die Bundesliga, auch die zweite Bundesliga. Nach allem, was ich weiß, immer noch nicht die dritte Bundesliga, was sich viele Fans wünschen. Also auch die ist dieses Jahr, glaube ich, nicht dabei. Aber sonst ja, auch rund um die Welt alles dabei. Ich glaube, sie haben in Südamerika noch ein bisschen ausgebaut, da jetzt noch Originalstadien noch hinzugefügt und sowas. Und ja, Usain Bolt setzen sie Cristiano Ronaldo entgegen. Also jemanden, der erwiesenermaßen Fußball spielen kann. den haben sie ja extra gecaptured und seine Bewegungen ganz besonders ins Spiel eingebaut. Und was genau bedeutet das denn? Also sind es also er hat ein spezifisches Moveset zum Beispiel, wissen wir ja. Manche Spieler
Ja, das beste Beispiel ist dieser blöde Freistoß von ihm, wie er macht. Er macht. Das ist halt, den gab es auch schon vorher. Ja, den gab es vorher, aber jetzt ist halt definitiv so genau er. Es ist gemocapped, ne? Ja. Also es ist genauso aufgenommen und auch sein ganz. Er hat ja durchaus einen speziellen Laufstil drauf und das haben sie halt alles drin und er ist halt er. Ja. Ja, okay. Super. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich bin gespannt, das wirklich zu sehen und mit ihm auch zu spielen und inwieweit man da wirklich was von merkt oder ob er halt wirklich nur Marketing. Ja, also im Endeffekt, aber um da einen Schlussstrich unter jetzt die Lizenzen zu ziehen, weil ich zu dem Thema will, wo Pre-AS vielleicht mehr Punkte machen kann, da geht der Punkt ganz klar an FIFA, muss man halt sagen. Reden wir über Spielmodi. Ja. Also bei FIFA, da weiß man ja noch nicht so viel, also man weiß eine Sache. Ja, eine große Sache, nämlich The Journey 2, beziehungsweise, wie ist das, The Journey Continues oder wie auch immer es genannt wird. Hunter Returns, ja. Die Fortsetzung der Story-Modus, die sie ja in FIFA 17 eingeführt haben, wo man den jungen Alex Hunter in seinem Aufstieg begleiten konnte. Und jetzt geht es eben weiter in die nächste Saison. Es gibt Wechselgerüchte um Hunter, da haben sie so ein tolles, so wunderbares Video gezeigt. Ich habe tatsächlich ja auf EA Play probiert, den Story-Modus anzuspielen. Und ich habe dann dieses Opening Cinematic gesehen, da geht es eben darum, Real Madrid will dich wohl haben und das ist schon immer dein Traum gewesen, dahin zu wechseln. Und dann fing das erste Spiel gerade an und da sind dann alle total böse, so, ja, du spielst jetzt erstmal nicht, Wechselgerüchte und so, alle sind alle enttäuscht von dir bei deinem bisherigen Verein. Der Gag war dann nur, das Cinematic war gerade vorbei, ich wurde eingewechselt und dann kam die Mitarbeiterin und sagte, Time's up, 10 minutes. Ach so, und super. Ich hatte nur das Eröffnungsvideo gesehen, aber das ungefähr wird die Story von The Journey sein. Genau, es gibt ein bisschen mehr Debatten um Hunter. Naja, so geht's auf jeden Fall weiter. Noch eine kleine Änderung, von der wir jetzt schon wissen, es gibt jetzt die FIFA Ultimate Team Legenden, die alten sind jetzt Ikonen und nicht mehr nur auf der Xbox erhältlich, sondern auch für PC und PlayStation. Genau, also ich glaube, das ist nur eine Namensänderung, vielleicht weil sie mit der Exklusivität vorher für Xbox da irgendwie rechtliche Schwierigkeiten hat, keine Ahnung. Jedenfalls, das dürfte eigentlich Xbox-Spielern bekannt sein, was man da bekommt. Also die meisten Spielmodi, da sagen sie ja in der Regel immer erst bei der Gamescom dann, was Neues kommt. Das heißt, das wissen wir noch gar nicht. Ja, du spekulierst immer noch drauf, dass dein blöder Team-Modus, wie heißt das? Pro-Clubs. Modus endlich mal sein wohlverdientes Update bekommt, aber bisher haben sie da zumindest noch nichts gesagt. Ich glaube auch eher nicht dran, dass die groß noch was an den Modi ändern. Ich glaube, da beschränken sie sich auf so die Änderungen, die wir jetzt so genannt haben. Was macht denn Pro Evo Neues? Pro Evo macht ein bisschen mehr neu. Der Become a Legend-Modus soll ein bisschen überarbeitet werden, das ist aber nur Feintuning. Ganz neu ist der Online 3 gegen 3 Koop-Modus und 2 gegen 2 Koop-Modus. Also da wird man online eben, ja, wie der Name sagt, zu dritt gegen andere Dreier-Teams antreten können. Aber dann nicht jeder einen Spieler, sondern man spielt zu dritt das ganze Team. Ich glaube, man spielt zu dritt das ganze Team. Ich habe es nicht ausprobieren können, aber so wie ich das verstanden habe, spielt man schon zu dritt das ganze Team. Ist aber trotzdem ganz cool, dann kann man mit seinen Kumpels zusammen online antreten. Ja, klar. Und genau. Außerdem kehrt die Zufallsauswahlpartie zurück. Ein wunderbar schmissiger Name. Das ist tatsächlich ein ganz cooler Modus. Den gab es damals, ich glaube in PS6 oder irgendwie sowas, war da dann immer verschwunden. Da tritt man gegeneinander an, gegen Kumpel, und wählt vorher quasi drei Teams aus. Und aus diesen Teams bekommt man zufällige Spieler zugewiesen. Und dann geht es aber noch in so einen Transfermodus quasi, wo es darum geht, dass du dem anderen Spieler auch noch seine Spieler klauen kannst. Das gibt dann mehr über mehrere Runden. So ein bisschen, mich hat es an den Draft aus MOBAs erinnert oder sowas, die hier Heldenwahl, wo du dann eigene Spieler protecten kannst und sagen, okay, die kann er mir nicht klauen und andere Spieler von ihm eben klauen. Das hört sich aber lustig. Ist ganz witzig. Und dann hat man so bunt zusammengewürfelte Teams und tritt mit denen gegeneinander an. Außerdem wollen sie den Online-Modus massiv verbessern. Da sehen sie, dass sie immer schon Probleme hatten. Ja, hatten sie. Deshalb starten sie auch eine Beta. Wenn ich das richtig verstanden habe, sogar eine offene. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall eine Beta. Die wird im Juli stattfinden auf PS4 und Xbox One. Vom 20. bis zum 31.07. Wird das stattfinden. Genau. Und da wollen sie massiv dann wirklich also testen, wie der Online-Modus funktioniert aktuell und die Erkenntnisse, die sie da gewinnen, dann auch wirklich im Spiel umsetzen. Also nachdem jetzt die Lizenzen natürlich ganz klar an FIFA gehen, muss ich hier jetzt sagen, auch wenn ich natürlich krasser FIFA-Verfechter bin, ich finde schon immer noch das Angebot von FIFA, glaube ich, stärker. Allerdings weniger Innovation dieses Jahr. Also bei PES haben sie sich ja echt ein paar neue Sachen überlegt. Oder wie würdest du das sehen? Sehe ich ganz ähnlich. Also sie haben sich auf jeden Fall neue Sachen überlegt. Es gibt ein bisschen mehr Innovation. Nichtsdestotrotz,
da ich auch wie du FIFA insgesamt stärker sehe, was die Modi-Vielfalt angeht und auch den Story-Modus ganz cool finde, würde ich einen Unentschieden, glaube ich, geben, oder? Okay. Können wir uns darüber einigen. Jetzt bin ich aber jetzt viel zu freundlich zu FIFA, hä? Unentschieden, also das, was du gegen mich nie erfahren wirst. Oh, Jules. Machen wir schnell weiter, bevor das hier in Abgründe führt, die du kommen mich wir, kennenlernen kommen willst. Kommen wir zur nächsten Kategorie, wo ich natürlich eine klare Dominanz von FIFA vorhersagen würde, der Grafik. Ja. Also ich muss sagen, ich habe PES jetzt natürlich noch nicht live in Action gesehen. Deswegen erzähl mir doch einfach erstmal, inwieweit sich das verbessert zu dem, was PES 17 gebracht hat. Also sie haben schon was getan, auf jeden Fall. Also sie haben auch an dem Drumherum haben sie ein bisschen was getan. Es gibt neue Torjubel-Animationen, sie haben vor allem den Signal Iduna Park und das Camp Nou als lizenzierte Stadien nochmal überarbeitet. Da kann man jetzt auch den Tunnel sehen, wenn sie reinlaufen und sowas. Okay. Aber das ist halt so ein bisschen auf die Sachen begrenzt. Und sie haben, und das sieht man wirklich, an den Animationen geschraubt. Ich komme gleich auch noch auf dem Gameplay da drauf. Es hat sich wirklich einiges getan auf dem Platz. Und das sieht man auch an den Animationen. Man sieht es an der Physis der Spieler, wie sie aufeinander reagieren, wenn sie gegeneinander prallen, in Kopfballduellen und sowas. Also Pro Evolution Soccer war animationsmäßig immer schon richtig geil. Aber meiner Meinung nach hat sich da nochmal echt was getan. Also das sah wirklich cool aus. Ich finde, die Spielermodelle sehen an sich nicht so besonders toll aus. Sie haben es zwar auch nochmal verbessert, sie haben auch da die Lizenzspieler, also Marco Reus oder sowas, haben sie jetzt nochmal gecaptured und seine Tattoos alle richtig und super, sind da stolz drauf. Ich finde, sie sehen alle trotzdem ein bisschen glänzig, wächsern aus. Aber das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Also da scheiden sich ja jedes Jahr ein bisschen die Geister, wo nachher die Spieler im Endeffekt besser aussehen. Und wie hat dir FIFA gefallen im Vergleich dazu? FIFA hat immer noch das bessere Drumherum, finde ich. Also das Gesamtpaket ist einfach ein runderes. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es grafisch so viel schöner ist. Vor allen Dingen, also wie gesagt, in den Animationen kann es meiner Meinung nach nicht so ganz mithalten, auch wenn sie da diesmal jetzt doch wieder dran gefeilt haben. Sie haben eine neue Motion Technology eingeführt, die Animationen noch, die Übergänge zwischen den Animationen noch runder machen soll. Ich fand es beim Spielen gut. Aber ich fand es jetzt auch nicht so, also jetzt nicht so, dass ich voll aus dem Häuschen war. Oder wie siehst du es? Also bei mir ist, also für mich ist bei FIFA seit der Frostbite Engine, was halt wirklich deutlich schöner wurde, ist die Beleuchtung. Und das macht für mich immer den Unterschied auch zu PES. Gerade wenn du bei Flutlicht spielst, die Schatten und teilweise so ein bisschen Nebel oder so, den du noch auf dem Feld siehst, das sieht wirklich schon wunderschön aus. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, glaube ich, sogar den Sprung von FIFA 17 auf 18 jetzt höher einstufen würde als von FIFA 16 auf 17, gefühlt. Ich habe natürlich jetzt noch nicht so lange gespielt, sondern nur in ein paar Matches, aber da gefiel mir schon einiges besser, vor allem auch die Spielermodelle, die haben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Sind dir diese Archetypen aufgefallen, die sie jetzt einbauen wollen? Also sie machen halt nicht nur Cristiano Ronaldo, verpassen sie einen eigenen Laufstil, sondern sie bauen quasi mehrere Spielerarchetypen, also kleiner, gedrungener Spieler oder langer Lulatsch und sowas ein, die dann wirklich entsprechend unterschiedliche Animationen verpasst bekommen und sowas. Und so sollen sich die Spieler dann doch alle unterschiedlich aussehen. Ist dir das sehr aufgefallen, als wir das gezockt haben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt beim ersten Zocken noch nicht so sehr aufgefallen. Ich glaube, das ist eine Sache, die, denke ich mal, eher mit einem weiteren tiefgründigen Spielen halt auffällt, wenn du wirklich mehrere verschiedene Spieler ausprobierst. In dem Fall habe ich ja generell erstmal so gesehen, okay, einige Animationen sind neu. Aber das ist schon eine coole Änderung. Also bin ich gespannt drauf, das genauer zu erforschen, sage ich mal. Aber insgesamt finde ich, bei FIFA ist halt so ein natürlicher Grafikfortschritt, den das Spiel eigentlich jedes Jahr macht. Deswegen, also ich würde den Punkt an FIFA trotzdem geben. Ja. Weil ich es tatsächlich. Bin ich dagegen. Bin ich dagegen. Denn also ohne Scheiß. Sagst du doch jetzt nur, weil du Lust hast, mit mir zu schreiben. Nein, denn die Animationen in Pro Evolution Soccer sind so geil. Also da kommt ein FIFA, kann er einfach nicht mithalten. Und es wirkt sich halt auch vor allen Dingen auch aufs Gameplay aus. Und es geht so ein bisschen Hand in Hand bei Pro Evo. Die Animationen und das Gameplay und so. Und das ist einfach ein gutes, geiles Paket. Das fühlt sich einfach geil an. Ich muss allerdings sagen, also Kommentator und so, was man da gehört hat und Publikum, sieht bei Pro Evo auch wieder scheiße aus. Also würde ich, also mindestens unentschieden würde ich erkämpfen wollen. Bewerten wir da Atmosphäre mit, wenn wir sagen Grafik? Ja, natürlich auch. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob PS da nichts könnte. Also ich bin für ein Unentschieden. Na gut. Damit ich dich jetzt beim Gameplay überrollen kann. Naja gut, also
kommen wir mal zum Gameplay, aber das ist natürlich der größte Streitpunkt, weil das ja am meisten, sage ich mal, noch von den ganzen Kategorien auf persönliche Meinung. Ah, ich bitte dich, das ist ganz offensichtlich, ja. Ja? Okay. Ja, dann erzähl mir doch mal, was das Gameplay von PES jetzt Neues ist. PES hat sich verändert, krass verändert. Das ist wirklich, sie sagen selber, das ist die größte Änderung, seit sie quasi auf die Next-Gen-Konsolen umgestiegen sind. Sagen sie selber, ja, sie können ja viel sagen. Ja. Nein, aber es fühlt sich tatsächlich anders an. Es fühlt sich langsamer an, deutlich langsamer, das muss man sagen. Also sie sagen selbst, sie wollen näher an echten Fußball, so vom Spieltempo, Spielaufbau und sowas. Und das ist, spürt man auch. Also es ist wirklich eine Umstellung, kein Vergleich mit dem mit der Wechsel von 16 auf 17. Das ist jetzt was deutlich anderes. Erstmal gewöhnungsbedürftig, muss man sich wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Aber man hat, also weil vor allen Dingen so ein bisschen so eine gewisse, ja, so eine Trägheit drin ist, weil einfach die Animationen dann sind, die Spieler laufen, der Ball läuft frei und so, und es passiert manchmal nicht sofort das, was du vielleicht möchtest, wenn du den Controller drückst. Wenn man sich dran gewöhnt hat, funktioniert es aber auch echt gut. Also es ist nicht so, dass ich es als störend empfinden würde. Was man auch merkt, sie haben die Ballannahmen und sowas verbessert. Es ist jetzt am ganzen Körper, der ganze Körper ist jetzt dazu da, auch den Ball anzunehmen, und die Bewegungen und Berührungen werden richtig realistisch berechnet. Funktioniert sehr gut, und die Physis einfach, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, spielt eine größere Rolle. Du kannst den Ball, beziehungsweise die Spieler schirmen den Ball teils automatisch jetzt viel besser ab gegen Verteidiger. Und man merkt es vor allen Dingen auch bei Kopfballduellen. Ich finde Kopfballduelle jetzt deutlich nachvollziehbarer, weil man wirklich das Gewicht und die Physis der Spieler merkt, wie sie ineinander gehen. Übrigens ja eine Änderung, die FIFA schon vor, glaube, 2 Jahren eingeführt hat, dass man bei Kopfballduellen richtig das Gewicht merkt und so richtig rangelt. Ja, aber trotzdem nicht da ist beim Spielgefühl, wo Pro Evolution Soccer vor 2 Jahren schon war. Sonst noch was? Und ein kleines, aber feines Detail, und lustigerweise haben beide Spieler ein kleines, aber feines Detail, das großartig ist. Bei Pro Evolution Soccer ist es die Wechselanzeige. Du kriegst nämlich jetzt angezeigt, auf welchen Spieler du wechselst, wenn du die Spielerwechseln-Taste drückst. Also du hast auf deinem angewählten Spieler hast du halt so ein normales, ausgefülltes Dreieck, und auf einem anderen Spieler hast du halt nur einen Umriss von einem Dreieck. Und wenn du dann die Spielerwechseln-Taste drückst, dann wechselst du halt zu dem Spieler. Und das klingt nach so einem total unwichtigen Detail, das bewerben sie auch gar nicht großartig, aber das macht unglaublich was aus, weil wie oft hat man sich geärgert beim Zocken, dass man einfach nicht den richtigen Spieler angewählt kriegt oder dass man auf Spielerwechseln drückt, um einen anderen Verteidiger ranzuziehen oder sowas, und plötzlich ein ganz anderer Spieler angewählt wird, als man eigentlich vermutet hatte, und jetzt weißt du einfach, welcher Spieler als nächstes drankommt und kannst dementsprechend schon, weiß genau, wie du zu reagieren hast, weiß, in welche Richtung du laufen musst und so. Kannst ja auch alternativ mit dem rechten Stick, ich weiß nicht, ob das bei Pro Evo auch geht, aber dann halt manuell einen anderen anwählen, wenn du halt schon siehst, okay, das Spiel erkennt nicht, welchen ich eigentlich haben will, dass man dann halt weiß, okay, wenn, müsste ich es jetzt manuell machen. Ja, es ist auf jeden Fall eine wirklich kleine, aber eine Änderung, wo man sich fragt, warum gibt es das noch nicht schon seit 20 Jahren? So. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo du es so erzählt hast, also ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht von FIFA behaupten, dass es eine Gameplay-Revolution bietet. Da muss ich ganz ehrlich sein. Also ich mag, wie das Spiel sich spielt, aber jetzt FIFA 18 im Vergleich zu FIFA 17 verändert nicht so viel. Also für mich ist immer so, dieses Paradebeispiel ist damals FIFA 12 im Vergleich zu FIFA 11. Das war wirklich so, da hattest du wirklich das Gefühl, das ist ein komplett anderes Spiel, und das ging auch für viele Wochen dann nicht weg. Ja. Und das habe ich bei FIFA 18 natürlich kurz, denkst du, oh, alles ist flüssiger, alles fühlt sich ein bisschen cooler an, das zu spielen, aber dieses Gefühl verfliegt sehr schnell. Das ist ein kleiner Fortschritt, den ich da bei FIFA 18 halt spüre. Geht mir ähnlich. Ich bin natürlich nicht so versiert in FIFA, aber ich meine, wir haben es ja das FIFA 17 auch eine ganze Zeit gezockt, und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich das großartig anders anfühlt. Du hast mir ein paar Mal böse mit Fernschüssen eingeschenkt. Ja. Die schienen sehr stark zu sein. Das ist bei FIFA tatsächlich witzig. Ich habe das Gefühl, das wechselt sich immer ab. Es kommt immer ein FIFA, wo die Fernschüsse viel zu stark sind oder zumindest, wenn du weißt, wie man schießt, halt eine sehr große Waffe sind. Und dann kommt wieder ein FIFA, wo sie es wieder total reduziert haben und du dann dir wieder was anderes überlegen musst. Und dieses Jahr scheint tatsächlich wieder eins der FIFAs zu sein, wo ich sehr, sehr viel von außerhalb des 16ers treffen werde. Wo ich mich natürlich drüber freue.
Ich habe von einem Kollegen jetzt gerade bei Pro Evo tatsächlich gehört, der über FIFA gesagt hat, dass es ihm zu langsam sei. Ja, geht dir das ähnlich? Also Spielaufbau ist wieder langsamer. Allerdings würde ich es nicht unbedingt als negativ ansehen, weil sie haben im Zuge dessen auch das Kurzpassspiel verbessert. Das heißt, du hast auch mehr Kontrolle dann im Spielaufbau. Das, finde ich, geht ja einher. Es nervt natürlich, wenn du langsam einen Spielaufbau machst und dann hast du aber auch nicht so richtig die Kontrolle, dass dann halt, nachdem du tausendmal hin und her getängelt hast, ein Fehlpass direkt kommt. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, da ergibt sich eine Spielsituation. Und ich finde auch, die Mitspieler laufen mehr in Lücken und denken mehr mit, also die KI-Mitspieler, sodass schon der Spielaufbau einen großen Schritt nach vorne macht. Und das finde ich cool. Ja. Und was wir beide cool fanden. Großartig. Das Autowechseln. Quick Subs. Ja, Quick Substitutions. Genau. Großartig. Ich bin heute tatsächlich rumgerannt bei Konami und habe versucht, den ganzen Leuten zu sagen, ey, ihr müsst das klauen. Bitte, in Pro Evolution Soccer 2019 will ich das auch haben. Erklär mal kurz, was es ist für die Leute draußen. Ganz einfach, es ist ein schnelles Auswechseln, genau wie du das sagst. Das Spiel zeigt dir automatisch an, hey, Spieler XY ist müde, vielleicht solltest du ihn auswechseln. Am besten gegen den Spieler hier und mach dir dann gleich einen Vorschlag. Und wenn du das machen willst, dann musst du einfach nur einen Knopf drücken oder zwei Knöpfe sind es, glaube ich. Ne? RT, glaube ich, und A. Ja, irgendwie sowas. Also musst du im Endeffekt auf einen Knopf drücken und dann macht das Spiel das vollautomatisch. Ja. Und das ist auch wieder, genau wie der Pfeil bei Wechselpfeil bei Pro Evolution Soccer, so eine Kleinigkeit. Aber die macht echt einen Unterschied. Denn gerade bei so Freundschaftsmatches, aber einfach, man setzt sich abends hin, zockt eine Runde gegen Kumpel und sowas, da ist man normalerweise nicht so, dass man hingeht und erstmal groß vorher Taktik einstellt und dann groß wechselt und bla bla bla. Und deswegen, also bevor man halt ins Menü geht, sich den Spieler raussucht, dann den anderen Spieler raussucht, zack, und dann wieder rausgeht und das Spiel so die ganze Zeit unterbricht, diesen Spielfluss rausnimmt, sagt man lieber, okay, das Spiel hat mit dem totmüden Spieler weiter, ist mir scheißegal. Ja. Genau. Ja. Und das, diese Quick-Subs führen halt dazu, dass man trotzdem wechselt und dann so ein bisschen, zumindest noch ein bisschen taktische Optionen einfach nutzt, die einem das Spiel bietet. Großartige Idee. Ja. Und wie gesagt, auch da, warum nicht schon lange? Und ab jetzt bitte immer und bitte auch in Pro Evolution Soccer. Werden wir sehen, ob sie dir da nachkommen, aber selbst wenn sie es tun würden, dann wüssten wir halt alle ganz genau, dass es halt klar von FIFA abgekupfert ist. Manchmal darf man auch einfach eingestehen, wenn andere Leute gute Ideen hatten und darf sie dann schamlos klauen. Na gut. Sonst noch was zum Gameplay oder wollen wir uns jetzt final streiten? Wir machen gleich unser Streitboard. Nee, das war's. Also bei Pro Evo sehe ich wirklich eine große Veränderung und bei FIFA ist es eher so ein typisch. Ja. Ja gut, ich meine, da wird man sich, denke ich mal, nie einig sein, was sich denn jetzt wirklich besser spielt. Also, es ist auch eine Gewöhnungssache irgendwo. Man muss sagen, ein Kritikpunkt an FIFA, den es immer gab, war ja, der Ball fühlt sich so sehr leicht und schwammig an. Das haben sie ein bisschen gebessert. Ich habe das Gefühl, die Pille ist ein bisschen härter, ein bisschen mehr Druck, wenn man gegentritt. Das hatte ich schon. Wobei man da fairerweise sagen muss, das geht ja auch ein bisschen mehr dann in das PES-Gefühl, weil da ist es ja... Da ist es schon immer schon gut. Nein, ist es besser, ist es einfach so. Ja. Aber was man halt sagen muss, ist, also, wenn sich jemand daran stört, dass FIFA ihm jetzt zu langsam wird, dann braucht er auch nicht mit Pro Evolution Soccer anfangen, weil ehrlich gesagt, also da ist es halt noch ein bisschen eben realistischer, näher am realistischen Fußball dran. So. Und wie wäre jetzt so dein finales Fazit, sage ich mal, nicht unbedingt nur gegeneinander, sondern auch vielleicht jeder Teil so für sich. Ist es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr für die beiden Serien? Ich glaube, für Pro Evolution Soccer wird es ein gutes, vor allem wird es ein spannendes Jahr, weil sich da wirklich mal was tut. Weil sich da wirklich mal was ändert vom Spielgefühl und so. Und man muss das von so ein paar Matches das einzuschätzen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Man muss dann halt auf die lange Sicht halt mal sehen, ob es vielleicht Exploits gibt durch nur solche Umstellungen oder sowas, ob jetzt irgendwelche Tricks besonders übermächtig sind. Sowas kann dann immer passieren, wenn man so ein Risiko eingeht, dass man das Spielgefühl ändert. Das wird man dann erst sehen können. Aber da tut sich was und das ist spannend, das ist cool, das auszuprobieren und ich freue mich drauf, das in der finalen Version weiterzuspielen. Ja, und bei FIFA muss ich wirklich leider zugeben, ich glaube, es ist ein, auch wenn das Spiel toll ist und Spaß macht, ich glaube, es ist von den Änderungen her wirklich ein eher schwaches Jahr für FIFA. Glaube ich wirklich. Es gibt letztes Jahr hatten sie The Journey als große Änderung und auch die Jahre davor hatten sie immer irgendeinen total
innovatives, mit einem fancy Namen betiteltes Gameplay-System, was sich verändert hat und was das Spiel verändert hat. Und dieses Jahr, also Animationen für verschiedene Spielertypen ist zwar cool, aber das ist jetzt für mich kein revolutionäres Feature, was, und außerdem haben sie nicht viel und The Journey Season 2 ist halt auch nicht so cool wie zum ersten Mal in Story Mode in Season 1. Also von der Veränderung her ist FIFA da echt dieses Jahr, für meinen Geschmack, schneidet es echt schwächer ab. Ja. Also wenn wir da wirklich fair sind, dann müssten wir da wirklich sagen, Pro Evo gewinnt das Ding. Aber ich würde natürlich weiterhin, ich werde weiterhin bei FIFA bleiben. Allein wegen dem Pro-Clubs-Modus, aber auch, weil ich jetzt vom Gameplay her einfach immer schon FIFA war. Und Julius, man kann auch beides spielen. Wir haben das im letzten Jahr, haben wir es auch gut hingekriegt. Man kann auch beides spielen, logisch. Genau. Ja. Jetzt kommt eine schwierige Entscheidung, Johannes, denn jetzt müssen wir beide Titel auf unserem Hypometer einordnen. Zuallererst würde ich dich mal fragen, wo du da Pro Evolution Soccer tatsächlich sehen würdest, weil... Das ist ja jetzt gemein, ja? Dann mache ich meinen und dann kannst du FIFA halt rübersetzen. Nee, wir sind da ja... Wir, sind wir müssen ja gleichzeitig, gerecht. Ja? Wir sind da ja natürlich gerecht. Du, darfst, du hast ja, kannst ja bei FIFA genauso... Du bist ja geil, jetzt hast du vorne FIFA und hinten... Weil Jules nämlich übrigens das falsch beschriftet hat. Erstmal waren wir völlig überrascht davon, dass FIFA und Pro Evolution Soccer angekündigt werden. Deswegen mussten wir schnell diese Karten auch mit der Hand beschriften. So, genug gelabert. Jetzt hör auf damit. Sortier es ein. Ich will jetzt sehen, wo es hinkommt. Also, ich bin schon echt gespannt drauf. Und ich habe echt Bock drauf. Aber es ist und bleibt ein Fußballspiel. Das heißt, es ist jetzt auch nicht super, super hypig und keine Ahnung was. Deswegen muss ich mal einmal das Mikro weglegen. Soll das eine 7 oder eine 6 sein? Ja, im Bereich 7 bis 6 halt so, da so. Ihr habt einfach erfunden, dass man dazwischen auch was kriegt. Wie, natürlich kann man da so grob. Na gut, okay. Ja, also nochmal klar, das ist halt ein Hype-O-Meter. Also wie gehypt bin ich auf dieses Spiel? Und ich habe Bock auf dieses Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass ich super gespannt wäre, was mich erwartet. Ja. Deshalb, ja. Ja, mach du mir doch mal einen Vorschlag, wo du FIFA platzieren würdest. Ganz im Ernst, das ist so konservativ, was die dieses Jahr machen. Das ist eins. So. Nein, der Journey-Modus. Aber der Journey-Modus ist auch das Einzige, was da irgendwie noch spannend ist. Ja, aber da habe ich schon Lust, den weiterzuspielen. Ja, aber das ist auch das ist halt, der einzige es ist, Punkt. Ihr seid, es ist halt schwierig, weil natürlich ist es halt ein Fußballspiel und es macht nicht viel neu. Trotzdem habe ich halt unglaublich viel Bock, das halt wieder zu spielen. Ich weiß halt nicht, ob man das aber als den Standard-Hype bezeichnen würde, den wir jetzt. Ja, bei vielen E3-Titeln, die wir gesehen haben, halt haben. Weißt du, dass du wirklich denkst, oh, ich will das halt wissen. Das ist halt eine andere Art von Hype. Ich freue mich drauf, das zu zocken, weißt du. Und bei mir kommt natürlich der größte Hype immer erst, wenn ich weiß, was in Pro-Clubs neu ist. Das kommt auch noch dazu. Julius, Überraschung, nichts. Das heißt, vielleicht würde mein Hype noch ansteigen zur Gamescom, wenn sie dazu was sagen. Aber jetzt zur E3 tatsächlich ist er auch bei mir noch vergleichsweise gering. Was sagst du? Ich habe es ja gerade schon gesagt, also wie gesagt, das ist so, ich finde es echt krass konservativ, was sie dieses Jahr machen. Also ja, mir geht das, auf jeden ich finde es ein bisschen schade, dass sie sich nicht ein bisschen mehr jetzt, trauen. Jetzt sag so. Mal eine Zahl. Ja, ich würde es halt hier irgendwie so, also schon halt auf jeden Fall unter PES, weil PES macht einfach mehr neu. Mehr neu und anders. Ich würde, dann sagen wir 4. Ja, dann. Also auch nicht zwischen 4 und 5, sondern straight 4 und sagen EA. EA, jetzt. Ne, so geht's nicht hier. Ne? Ich spiele das Spiel gerne, aber da muss ein bisschen was kommen. Also. Nein, also. Hoffentlich legen sie zur. Sie können ja zur Gamescom noch nachlegen. Und das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee, das ist ja eben. Das darf man eben nicht falsch verstehen. Es heißt überhaupt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Im Gegenteil, das ist keine Wertung. Das ist, also, das ist nur ein, wie gehypt, wie gespannt sind wir, endlich das finale Spiel zu spielen. Genau. Aber wenn auf der Gamescom noch was kommt, gute Chance, dass da bei mir der Hype noch dann richtig durchbricht. Aber so erstmal würde ich sagen, so haben wir beide Spiele dann doch fair eingeordnet. Auch wenn ich das echt nicht gerne zugebe, Johannes. Hat PES den verdienten Sieg davon getragen. Aber das macht nichts, weil im FIFA-Spielen habe ich den verdienten Sieg jedes Mal davon getragen. Danke dir auf jeden Fall für deine Eindrücke, Johannes. Okay. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.